Schnellkurs How to be a Robot. T-Shirt ist einmal wichtig. Das richtige T-Shirt ist einmal wichtig. Draußen der Sound ist auch schon einigermaßen, das kann man schon sagen, ja, das geht schon in die richtige Richtung. Rein in den Oberall, der wird verkabelt, das ist ein bisschen kompliziert, da brauche ich immer ein bisschen Hilfe, weil der Reißverschluss hinten ist. Das wurde aber absichtlich so, damit man nicht sieht von vorn, klar. Und so lange halte ich das schon aus, das nicht mehr zurückgehalten. So. Nächster Schritt. Electric Foot. Ja. Schaut sich das an. Schaut total stylisch aus. Immer nicht gefallen die irgendwie. Wir sind im Flug. Falls das ist natürlich schon gut zu wissen, dass wir wissen, wo die Zuseher wissen, wo wir sie befinden. Ja? Wir machen heute Robot, Pop und Elektro-Show. So steht es zumindest am Plakat. Jetzt bin ich mir aber immer noch nicht sicher, ob ich die Brühe aufsetzen soll oder die Klugschauen. Aber die werden wir dann schauen. Vielleicht einmal das und das. Ja, die sollen sich schon ein bisschen fürchten, auch die Leute. Das gehört dazu. Die, unbedingt. Handschuhe haben wir auch. Braucht man. Da sollte man kein Stückchen Haut mehr sehen. Das ist das Wichtigste. Und jetzt kommt das Eigentliche. Und zwar bin ich schlau, weil ich das schon öfters gemacht habe. Und bringe mir da immer gleich mein Handtuch mit. Wo haben wir das gelernt, dass man Handtuch braucht? Bei Anhalter durch die Galaxis. Nicht reisen ohne Handtuch. Handtuch ist wichtig und der kleine Spiegel. Weil du bist oft gar irgendwo. Und da gibt es keinen Spiegel. Und Schminken ohne Spiegel ist ja so eine Sache. So. Wird da eh nichts voll. Wichtig ist, dass man halt irgend so ein Haarspray verwendet oder irgend so eine Schminke und nicht ein Aluminium-Felgenspray, wie den kürzlich einer genommen hat bei so einer Techno-Party, der glaubt, ich bin jetzt auch cool. Und hat sich an so einen Felgenspray ins Gesicht gespült. Könnt ihr euch vorstellen, ja. Also da wird es dann eckig. Das ist auch gefährlich für die Haut. Da musst du dann ins Krankenhaus. Was da machen mit dir, ich will es gar nicht wissen. Ja. Eine kleine Acetonbehandlung. Also du oxidierst dann irgendwann einmal, ne? Was weiß ich. Du brunst über, ich weiß nicht. Also ich probiere es nicht aus. Okay. Und ich sag's euch auch, probiert das nicht aus. Keinen Felgenspray ins Gesicht sprühen. Das kriegt es nicht mehr aus. Ich habe da so ein Haarspray, Silver Color oder so eine Silberschminke, da gibt es verschiedenste Sachen. Gibt es beim Brennen, gibt es recht gute professionelle Schminken. Und aber ich mache das so, weil manchmal muss schnell gehen bei Tradewarung oder so. Luft anhalten. Wow. So, machen wir da so zwei so kleine Wurzeln. Kommen ins Ohr rein. Damit ich auch morgen noch kraftvoll hören kann. So, schauen wir mal. Kinder, das schaut schon ganz vernünftig aus, eigentlich. Aber ein bisschen geht schon noch, gell? Sound ist in Ordnung. Kann man durchaus robotern dazu. Sehr minimal, sehr elektrisch. Die Enkelkinder von den Kraftwerk. Dann so Musik machen. Wenn die Kraftwerk das gewusst hätten, was da für Lawine lostreten in den 70er Jahren. Ja, heutzutage. Wie klar das alles ist. So,
So kleine Kasteln früher mit einem riesen Unglaublich, was wir mitnehmen haben müssen. Die Kraftwerke auch. Jetzt stehen sie um den Laptop. So, was haben wir da jetzt? Selbst baut. Blinkt sogar, schaut sich das an. Das ist ja richtig. Ja. Ein bisschen kitschig, aber ich stehe auf Kitsch. Aber fesch. Schau her. So, geht eh. Eins geht, das andere geht das auch. Schauen wir mal. So, eng. So, Hilfe. So, und dann hinten bitte zu machen, sodass man die Schwarze nicht mehr sieht. So von unten anfangen. Da, mit der Backe. Gut, mal daher. Okay. Das passt. Ja, Rock'n'Roll und Technopop und alles Gute an alle. Das Wichtigste wissen wir eh, mein Lieblingsspruch, never boring the audience, das Publikum nicht langweilen, Spaß an der Freude, das übertragt sich dann auf die Leute. Sie sitzen nur ein bisschen fad und dumm, aber wir werden die Hütte schon rocken. Es ist ja erst ein angebrochener Vormittag. Viel Spaß, ich habe viel Spaß mit euch hoffentlich und los geht's. Mr. Electric, vielen herzlichen Dank. Danke, bitte.